Wir haben es hier jetzt zu tun mit einem Patienten mit einer fuchschen Endotheldystrophie und einer Katarakt, einem grauen Star. Wir planen eine Triple-DMEC bei einer Sehschärfe von 1,0. Ich würde mich nie trauen, bei der Sehschärfe zu operieren, wenn wir nicht das andere Auge schon gemacht hätten, wo er auch eine Sehschärfe von 1,0 nach durchgeführter Triple-DMEC hat und den Seitenunterschied merkt. So viel einfach zu Laborvisus, den wir erheben. Die 1,0 sind nicht mehr als ein Konstrukt und ein Hilfsmittel und zeigen einfach, dass die Patienten möglicherweise mit der Untersuchung nicht richtig aufgehoben sind. Ein Grund, warum wir auch in wissenschaftlichen Projekten ganz andere Qualitäts- und Funktionsparameter derzeit evaluieren. So, man sieht jetzt hier schön das Epithel- und Stromaödem und auch aufplatzende Bulle. Ist sichtbar bei Ihnen? Zentriert? Der Ausschnitt ist ein bisschen, wenn Sie den Zoom ein bisschen zurücknehmen könnten, dass das Bild kleiner wird, wäre besser für uns. Mhm. Jawohl, perfekt. Geht so? Ja. Dann mal. Das ist jetzt 2-2er-Messer? Das sind 2-2er-Messer. Ich mache ein bisschen breiter. So auf 2,6, 2,7, damit ich ohne Stress gleich in die Kornea hinein kann mit dem Shooter. Ein bisschen zentrieren bitte noch. Supra ist das? Perfekt, ja. Besser so? Ja. So, ich gebe immer ein bisschen Suprarenin, Adrenalin auf die Oberfläche, um die Gefäße zu verengen und dann auch intraokular, um die Pupillen weit zu halten. Hyaluronsäure und jetzt, ich sage mal, Standard-Kataraktoperation, die hier ein bisschen mühsamer ist, weil ich gerade unten wenig sehe, durch die Kornea, Kanüle. Das habe ich aus alten Zeiten von vor 30 Jahren sozusagen beibehalten, dass ich mir für die Rexis die Instrumente selbst biege. Der kaufmännische Direktor freut sich darüber. Rexis-Pinzette. Ist es zentriert? Sie müssen ein bisschen noch nach oben und nach rechts. Geht so? Ja, ist besser. Ohne? Nee. Jetzt ist perfekt. So ist besser, ne? Das ist ein bisschen anders, als ich das hier habe. BSS. Also das ist jetzt aus meiner Sicht eine gute Kapsulorexis mit einem Durchmesser von etwa 5 mm. Aquadissektion. Sieht man schön, wie der Kern sich abgrenzt. Ist ein relativ weicher Kern. Und ich kann ihn hier in die Vorderkammer gut luxieren. Und kann auch in der Vorderkammer aufarbeiten. Also anders als bei der herkömmlichen Kataraktoperation, weil ich ja gleich das Endothel austausche. So, dann halten. Spatel breit halten. Ich mache immer die Linse mit, wenn sie nicht schon gemacht ist. Bei etwa einem Drittel kommen die Patienten mit bereits vorliegender Pseudophakie. Wenn ich einen Patienten habe mit noch vorhandener eigener Linse, machen wir immer die Kataraktoperation mit,
weil ich ein Risiko habe von über 90%, dass in der Folge eine Katarakt passiert. Und die will ich nicht unbedingt operieren mit der neuen Hornhaut, mit dem ausgetauschten Endothel. Also Herr Melles in Rotterdam weiß ich, macht das anders. Ich glaube auch manche in der Republik machen das anders. Aber das hat sich bewährt. Und der Patient will das heute auch so, dass er mit einem Eingriff durch ist und fertig ist. So, mal saugen. Ja, das ist anders, als ich das hier habe. Da ist zwar jetzt auch zentriert, aber ich gucke normalerweise anders. So, ich glaube, dann haben wir es hier. Ich glaube, die Linse ist nicht das Interessante hier. Dann können wir die Linse aufmachen. Dann mal. Füllen des Kapselsackes mit Hyaluronsäure. Und einlegen der IOL in den Shooter zunächst, in die Kartusche, in den Shooter und dann einbringen ins Auge in den Kapselsack. Ich habe schon gesagt, in den nächsten Jahren werde ich umstellen auf die Einlegefunktion am Mikroskop. Das ist so hart an der Grenze, wo ich das noch gerade mit der Presbyopie sehe. Kann ich nur bewundern. Ich mache es immer unter dem Mikroskop. Sie machen es. Was gehört, Rico? Ich fange das wahrscheinlich nächstes Jahr an. Das so für mich gedacht, ja. Oh, Kolibri. Einmal poppern, bitte. Ist einigermaßen zentriert. Hier halten. Acetylcholin. Bin drin im Kapselsack. Hab da oben, Sie haben es gesehen, Herr Knorz, eine kleine Fakumarke in der Vorderkapsel. Dann spitzer Diamant. Jetzt muss ich ein bisschen größer machen, es geht nicht anders. Ein bisschen zentrieren noch. Ja, ich muss jetzt an dieser einen Stelle, dass ich es halt genau sehe. Ja, genau. Also müsste aber drauf sein. Ist gut. Wunderbar. Dann Luft. Chilon.
Ja, an der Luftblase sieht man, dass er mit dem Kopf nicht optimal liegt. Ich weiß nicht, ob wir ihn gleich noch weiter absenken können. Also für die Decimetorexis, Herr Görke, ist es in Ordnung. Okay. Dann den Price Hook. Jetzt, das ist ein nicht scharfes Instrument, dieser Price Hook, mit dem ich jetzt die Decimetorexis durchführe. Geht so? Ein bisschen nach hoch. Ja, perfekt. Jetzt. Da sieht man es jetzt schön. Versuche jetzt, da haben wir es, Rexis-Pinzette. Jetzt ist ab. Histo. Dann brauche ich noch mal Luft. Helon, Price Hook. Jetzt sieht man da eine Zunge, die noch zentral steht. Die muss ich wegmachen, weil das natürlich auch optisch stören wird. Also man wundert sich, wie er damit 1-0 sieht, aber irgendwie muss er über dem Ödem weggucken. Und da sieht man jetzt schön, wie die Decimet sich lösen lässt. Oh, saugen. Jetzt haben wir sauber, etwa 8 mm Durchmesser. Dann brauche ich BSS. Und der Gedanke ist natürlich, dass das Ödem dann verschwindet, wenn die Membran, die Transplantatmembran anliegt. Diamantspitz. Iris-Pinzette. Iris-Pinzette. Das ist ein Hilfsschritt, der operationstechnisch nötig ist, diese kleine Iridektomie da zu machen. Ich habe anfangs darauf verzichtet mit dem Effekt, dass man dann abends noch Luft ablässt, weil ich natürlich einen Pupillarblock da bekomme an der Stelle. Und der Druck dann auf 60, 70 mm Hg ansteigen kann. Sauger nochmal. Also man braucht das nur 2-3 Tage lang, diese Iridektomie, dann eigentlich nicht mehr. Wichtig ist jetzt nochmal komplett das Debridement durchzuführen und alle Bestandteile aus der Vorderkammer, die nicht mit Wasser identisch sind, zu entfernen, damit möglichst zwischen Transplantat und
Wirtshornhaut, also in das Interface, keine Fragmente gelangen, die da nicht hingehören, denn das inhibiert dann alles die Anhaftung. BSS nochmal. So, dann Transplantat. Das hat einer der Mitarbeiter hier im OP eben vorbereitet und ist bereits in diese Kartusche eingesetzt, die identisch ist mit der Linsenkartusche, die Sie eben gesehen haben für die Kataraktoperation. Sehr gut. Kolibri. Oh, jetzt haben wir ja die Kartusche verstopft von der anderen Seite. Hier halten, Rico. Und ich injiziere das Transplantat jetzt vorsichtig nach intraokular. Naht. Ich habe 2008 die ersten DMEC durchgeführt. Das war damals noch sehr experimentell. Ich sage immer, wir haben die DSEC gebraucht, um DMEC zu lernen. Und ehe ich mich damals 2008 versah, hatte ich das Transplantat auf dem dicken Daumen liegen. Wir haben damals angefangen, den Tunnel zu vernähen, damit das Transplantat eben nicht raus kann. Banners. BSS. Ja, Luft mal bitte. Jetzt brauche ich das Raumlicht doch mal aus. Ja? Ich sehe zu wenig sonst. Das ist genau die falsche Richtung. Man sieht es an der Wölbung des Transplantates, dass ich jetzt verkehrt herum bin. Es dreht sich in Richtung Iris. Und ich muss es jetzt nochmal drehen. Das ist eben der Punkt, wo die Operation eigentlich jetzt erst anfängt. So, dann nochmal. Also er schnauft, Herr Görke, ziemlich. Sitzt es einigermaßen? Müssen wir durch. Gut. Aber es ist schon wieder verkehrt rum. Das ist jetzt dieses Error and Trial, wo ich einfach nicht absehen kann, wie lange es braucht. BSS. Wir haben auch Markierungen hineingemacht und man sieht es nicht nur an der Wölbung, es dreht sich in Richtung Iris, sondern man sieht es auch in den Markierungen. Hier sind zwei und da ist eine und es müsste genau umgekehrt sein. Also im Uhrzeigersinn die zwei nebeneinander und die dritte dann separat davon. So. Luft, dritter Versuch, also es kann jetzt ein Weilchen so gehen. So meint man ja, es ist richtig, aber es ist eben nicht richtig. Ja? Es dreht sich atypisch. Es dreht sich völlig atypisch.
Ja, da sieht man es, es dreht in die falsche Richtung. Und wahrscheinlich sind die Markierungen irgendwo hier. Ja, ja, ne, das ist gut. Das ist richtig. Jetzt ist richtig rum. Jetzt ist es richtig rum. Ich bin positiv überrascht. So. Jetzt lassen wir es nicht mehr entkommen. Sehr gut. Ist nicht optimal zentriert. Ja, also ich hätte es lieber Millimeter hier rüber in dem Bereich, aber mit den Mühen, die wir hatten, und es ist für den Patienten funktionell überhaupt kein Unterschied, ist es so gut. Auch in der Endothelzelldichte, auch in den Parametern, die wir messen, ist es gut. Wann das? Das ist ein 8 mm Scheibchen. Fadenpinzette. Bopper. BSS. Zigarre. Oh, das ist, glaube ich, ganz gut so. Also wir haben ein Paper, das gerade in Cornea, glaube ich, angenommen ist, wo wir zeigen, dass ein höherer Druck eher günstig ist. Höherer Druck ist fürs Endothel immer schlecht. In dem Fall ist es gut, weil ich weniger Rebubbling-Rate habe. Ja, also die Wahrscheinlichkeit liegt bei 25% etwa, und das ist wenig im internationalen Schnitt, dass ich in 2 Wochen nochmal Luft nachfüllen muss. Also ich sehe alle Patienten 2 Wochen postoperativ. Und 3 Viertel schicken wir nach Hause und 1 Viertel verhaften wir und pumpen das Auge dann nochmal auf. Ja.